Dibididu, guten Tag, herzlich willkommen. Wir sind wieder dabei hier auf, was ist das nochmal? Cloud Kingdom und es ist mal wieder ein Casual Replay. Wir starten sofort los. Es ist der rote Zerg mit einem Spread auf, wie gesagt, Cloud Kingdom. Oben rechts gespawnt gegen Jack O'Neill zugeschickt, das Ganze. Und jetzt habe ich die E-Mail schon zugemacht. Mist, Mist, Mist. Kann ich das jetzt hier noch nicht? Ah, jetzt okay. Was? Ach, ein ganz... Ah, ja, er hat geschrieben, ich habe hier ein ganz gutes Replay und du machst das super. Ja, ich habe eben beim Rüberfliegen eben gesagt, gelesen, so hier, du machst das ganz gut, aber ich habe hier mal ein super Replay für dich. Also Leute, das ist hier High Platin gegen Diamond. Also High Plat gegen Low Dia. Aus der europäischen Ladder hier unterwegs. Platin-Diamond-Bereich. Also da kann man schon ein bisschen was erwarten. Aber wir werden natürlich auch den ein oder anderen Bock sehen. Denn die beiden sind ja nur Diamond bzw. Platin. Wer hier der eine oder der andere ist, das ist mir unbekannt. Das hat er auch nicht reingeschrieben. Das ist auch gut so, Leute. Wenn einer mal nicht reinschreibt, ja hier, ich habe hier ein TVZ, ich bin übrigens der Zerg, ich bin übrigens der Terra, ich bin übrigens der und der. Ja, einfach mal nix reinschreiben, denn dann sind die Zuschauer, wie eben auch ich beim Cast, ahnungslos. Ja, ich meine, ahnungslos bin ich auch sonst recht häufig und Zerg geht mal scouten. Der Terraner baut hier vorne seine Barracks hin. Kein Wall-In. Dann wird er wohl wahrscheinlich auch noch eine zweite Barracks bauen, dann hier mit Depot oder Bunker wallen oder vielleicht sogar noch eine dritte Barracks bauen, denn wenn, dann will er hier, ne, aggressiv und so. Aber auf jeden Fall hat er hier schon mal ein Turex-Opening, ja. Das kann ich euch nochmal kurz hier, Turex. So nennt man das. Turex! Opening, aber halt eben, ja, Triple sogar, ja, also dann doch komplette Barracken-Power hier vom Kollegen. Bin ich mal gespannt. In letzter Zeit sage ich übrigens oft Kollege und Kontrahent. Ja, ich habe ja da immer so meine Wörter, die ich immer so über Wochen und Tage und Wochen, Monate immer mal wieder ein bisschen häufiger anwende und dann ist irgendwie auch wieder vorbei und dann kommt wieder irgendwas anderes. Ja, und da bin ich jetzt mal gespannt, ob er jetzt hier volles Rohr die Marine-Tube durchdrücken will oder ob er einfach sich nur mal schon mal auf ein Bioplay vorbereitet mit seinen drei Barracks. Hier drüben geht auf jeden Fall erstmal die Probe jetzt down. Und ob er dann hier gleich ein Command Center baut. Ah, hier nochmal schön ins Gas gesaved. Also das sind jetzt hier so Moves, die sieht man erst so im höheren Bereich. So in einem Silberspiel hätte ich das jetzt hier nicht erwartet, dass er den Worker hier nochmal ins Gas saved. Die Barracks hier aktuell, ja, bauen nichts. Rally Point geht auch nach hinten aufs Gas. Und er baut tatsächlich hier die Echse. Aber warum baut man als Terraner einen Dreirexer Opening und dann die Echse hinterher und wird nicht aggressiv damit? Vielleicht, um den Zerg hier so ein bisschen einzulullen. Ja, wäre natürlich eine Möglichkeit. Ist ein bisschen Supply-Blocked jetzt hier der Terraner. Die Probe jetzt hier aber abgerissen. Ja, und der Zerg denkt sich jetzt hier so, WTF. Reagiert hier aber auch völlig richtig. Ja, er baut erstmal Drohnen und Queens. Man hätte ja jetzt natürlich auch anders reagieren können, indem er jetzt hier, oh scheiße, drei Barracks. Ja, da baue ich mal eine Menge Linge. Aber er hat ja hier mit dem Overlord hier im Blick zwei Barracks und sieht, dass hier gar nichts passiert. Ja, die leuchten ja dann hier. Hier so wie hier, ihr seht es ja hier. Jetzt leuchten hier die Lampen und blinken so ein bisschen, wenn da Marines gebaut werden. Ja, das hat er natürlich gesehen, dass da nichts passiert. Ja, hier der eine Marine stellt sich nochmal hin. Wenn man hier die Barracks nochmal liftet, dann könnte man den hier auch sehen. Dann könnte man den Kollegen Overlord hier eventuell auch killen. Doppelgas läuft jetzt hier auch beim Terran-Spieler. Die Expansion ist gleich fertig. 28, 32 im Supply-Zerg nimmt ebenfalls das Gas. Strange hier das Opening vom Terraner mit dem 3 Rex-Opening, was er eben passiv hier spielt. Habe ich so noch nicht gesehen. Normalerweise sieht man dann ja eher der Terraner. Oh, hier 2, 3 Barracks, volles Rohr. Marines, 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 Bunker, 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 bum, 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 Hedge eventuell tot oder mit Queen, Ling, Workern alles drauf, bum, 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 Bunker kaputt, Push gestoppt hier nicht, ihr kennt das Ding. Scan geht rein, sieht hier, dass dort ein Gas läuft, dass eine Queen da steht, ein paar weitere Eierchen ausgebrütet werden. Ja, und jetzt stehen hier ein paar Marines, jetzt gibt es weitere Depots, Doppelgas, hat jetzt hier schon einiges an Gas gesammelt, 250, ja, jetzt kommt auch hier das mit dem Overlord. Und sehr schön, wie er hier halt erst komplett mit allen Marines rangeht. Hier, wir spulen nochmal kurz zurück. Das ist ein kleiner, schöner Move hier nochmal vom Terraner. Ja.
Er hätte jetzt hier schon schießen können, aber dann hätte hier der Zerg eventuell noch die Zeit gehabt, rechtzeitig wegzufliegen. Aber er geht so nah ran wie möglich, damit alle sofort losballern. Ja, und das ist natürlich dann ein cooler Move hier vom Jack O'Neill. Und wie wird hier der Zerg reagieren? Normalerweise, er macht das auch, jetzt kommt es hier in der Sekunde. Das Baneling-Nest, der hat ja hier gesehen, alles klar, der spielt Mars Bio, Mars Marines. Da baue ich mal ein Baneling-Nest, zweites Command Center steht hier mittlerweile. Factory ist jetzt hier auch im Bau und eine weitere Factory kommt noch mit dazu. Baut er noch eine dritte? Oder was hast du hier vor? Okay, Triple Barracks, Triple Factory, okay. Okay, so, Zerg auf jeden Fall jetzt gleich mit Speeds, gleich mit dem Baneling Nest mit dabei, noch keine dritte Hatch, weil dem ist das noch nicht so ganz geheuer. Der weiß, der hat viele Marines, da baue ich erstmal lieber noch keine Hatch, kann man nachvollziehen. Ah, sieht er jetzt hier auch, schön nochmal aufgepasst, hier den Ling, den saved er sogar noch. Auf der anderen Seite hier Overlords und der Watchtower ebenfalls mit einem Zergi bestückt. T2-Tech kommt, Speed ist gleich durch. Ja, Creep Connect hat er auch schon. Könnte sich vielleicht mal noch ein Makro-Edge nochmal stellen, wenn er schon nicht expandiert. Er hat auch eine Menge Queens. Ein paar Banelinge werden jetzt hier schon mal... Ach, da vorne gemorpht, okay. So, und jetzt geht's los. Eine Barracks ist noch mit dabei. Die Marines rücken hier mal aus. Double Tech Lab hier an die Factories. Dann hier nochmal so ein Supply Depot Wall-In. Weitere SCVs werden gebaut. Drittes Gas hat er. Checkt jetzt hier hinten die Lage. Noch keine vierte Base. Eine dritte gibt's auch noch nicht. Ah, wie sieht's hier aus bei Zerg? Speedling, Baneling, Pimmel. Ah, drei Queens, Injects laufen. Nochmal ein Scan, T2 geht rein. Also der macht das gut hier, der Jack O'Neill, der kontinuierlich hier am Scannen und am Scouten ist. Das sehen wir gerne. Und jetzt gibt's nochmal einen Reaktor, also da kann man dann nochmal ein paar Hellions erwarten. Blue Flame und Siege Mode ist hier auch in Research. Wie lange geht die ganze Hütte hier eigentlich? Oh ja, ist noch ein Weilchen. So, jetzt soll hier die dritte Base kommen, nachdem der Zerg jetzt hier gemeint hat, okay, ich habe lang genug gewartet, jetzt muss ich langsam mal expandieren. Double Evo-Kammer sollen hier noch kommen und ja, macht er noch ein Speedling-Upgrade? Gibt es noch ein Infestation-Pit? Weil so Speedling-Baneling-Infestor ist natürlich auch ein schöner Mix, gegen Bio zu spielen, gegen Terraner. Könnt ihr nochmal einiges an Cryptomoren setzen mit den Queens? Ich glaube, das hat er jetzt hier auch vor. Nochmal ein schöner Scan vom Terraner. Also der verschafft sich hier durchgehend Infos. Ja, ein Marine sieht jetzt hier auch die dritte Base. Er selber hat jetzt hier auch das dritte CC schon im Bau. Also das ist schon ein schönes, vorsichtiges Abtasten, ja, was der Terraner hier macht. Blue Flame gleich durch. Siege ist ebenfalls am Start und ein Attack Upgrade und Tore sind hier im Bau. Sieht so jetzt hier eigentlich gar nicht so schlecht aus für den Terraner. Ja, der hat jetzt hier zwar gleich die dritte Base stehen, aber ich selbst habe ja auch schon hier das dritte Command Center im Bau. Hab's schon meine Siege Tanks, ich habe Blue Flame und ich habe Marines. Ja, das Rückgrat der terranischen Armee, wie die Hauptgefreiten bei der Bundeswehr. So, Upgrade-Bude kommt jetzt noch, weitere Häuser. Armory haben wir ja gesehen, ist am Rödeln. Wie sieht's eigentlich aus im Worker-Count? 52, 49. Zerg, ein bisschen wenige Worker hier gebaut. Aber wenn er jetzt hier gleich die dritte hat, dann muss er nochmal ordentlich den Drohnenknopf betätigen. Hat auch eine Menge Overmans. Ja, jetzt macht das hier. 13 Worker werden nochmal gebaut. Ja, da hat er schon eine Menge Overmans generiert, weil er halt keine Makro-Hatch gebaut hat, Leute. Da nochmal der kleine Tipp. Ja, für alle die das jetzt hier ähnlich in so eine Situation haben. Der Zerg, wie hier blub, ach hier Steam irgendwie mir wieder eine Nachricht geschickt. Er hat jetzt ja die ganze Zeit die dritte Base nicht genommen und die waren, die Main Base und auch die Natural, die sind hier gut durchsaturiert gewesen. Wir sehen das hier, ja, genau 16. Der weiß schon, was er macht hier, der Zerg, und auch der Terraner spielt nicht schlecht. Er hat hier zwar schon ein paar mehr Drohnen, aber das sind halt die drei, ne, noch nicht ganz, okay, das sind ein paar mehr hier, aber das sind halt welche, die er dann schon hier rüber schicken kann. Aber das Ding ist, das, was ich sagen wollte, er hat halt die ganze Zeit die dritte Base nicht gespielt und er hat keine Makro-Hatch gebaut und wenn du halt keine Einheiten baust, beziehungsweise auch wenn du welche bauen würdest, so ein bisschen, du kriegst die Kohle nicht ausgegeben. Du kriegst die Kohle hier nicht ausgegeben. Er hätte hier noch mal eine Makro-Hatch bauen müssen, ist die Frage. Eigentlich schon, weil dann hätte er nicht die ganzen Overmits hier gehabt. Oder halt mal auch ein paar mehr Worker noch bauen, damit noch mehr Kohle reinkommt. Ja, ihr kennt das Prinzip. Ja, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Eine Makro-Hatch wäre da auf jeden Fall vonnöten. Vor allem, wenn man eh halt hier so Ling-Heavy spielt, so wie er... Ja, dann sollte man eh eine Makro-Hedge sich hinstellen. Und jetzt gibt es hier das Infestation-Pit mit dem Pathogen Glance Upgrade. Die Hellions kommen hier raus. Zerg scoutet das aber gleich. Und der fährt auch gleich hier wieder zurück, der Zergi, der Terraner. Zerg reagiert, baut sich Spinecrawler an seine dritte Base. Das macht er gut.
Ja, also die spielen hier beide schon einen nicht schlechten Style. Ja, das ist, wie man sieht, hier schon ein guter, hoher Casual-Bereich. Ja, ein Worker macht hier mittendrin mal Pause, das ist ganz normal, das muss mal sein. Jetzt kommen hier die Blue Flame Hellions, plus eins und kommt er hier durch. Ah, Queens stehen hier, ein Baneling ist da und drei Pimmel sind am Start. Also das sollte hier ganz gut laufen. Ah, was der Zerg nochmal machen könnte ist, ja, sieht ja hier, dass er Mars Energy auf seinen Queens hat. Er könnte creepen, bis der Arzt kommt. Terrana selbst stellt sich jetzt hier auch die dritte Base, die vierte gleich schon gebaut. Tanks, Tore, alles mit am Start. Die Upgrades, okay, die laufen jetzt gerade nicht mehr so. Aber was soll's, ja. Hier drüben erstmal wieder die Marines, die checken nochmal die Lage, gucken hier so rein. Killt vielleicht nochmal ein, zwei Worker. Nö, die Linge machen das schon. 0-0 gegen 0-0, aber hier die pure Überzahl hier von Zerg. Ah, die regelt. Auf der anderen Seite jetzt die Blue Flame Hellions, der eine Linie von kühler Figur, alle Hellions Schrott hier drüben. Kein Schaden. Worker, zwei Kills. Das waren 6-7 Hellions und eine Handvoll Marines. Das war sehr, sehr teuer. Ja, 1-2 zu 600. Weitere 30 Linge und ja, Infestoren sind im Bau. Jetzt hier auch das 1-0er Attack Upgrade durch 2-0 Grad begonnen bei Zerg. Ja, und wir sehen das halt hier, das gefällt mir halt nicht so gut. Keine Makro-Edge, sehr viel Energie auf den Queens. Wenn er halt hier so Link-Heavy spielt, sollte eigentlich eine Makro-Edge damit dabei sein. Aber jetzt geht's hier erstmal rein. Vier Banelinge sind im Morph, hat der Huckling-Upgrade. Ja, das hat er durch. Also Speedling Baneling soll hier unten reinballern in die dritte Base. Aber er bunkert sich hier, beziehungsweise wallt sich hier mit Depots ein. Oft sieht man ja hier auch noch einen Bunker oder hier und dann so eine Supply-Wall drum. Hat er hier nicht gemacht, der Jack O'Neill. Mal schauen, ob ihm das zum Verhängnis wird. Zerg scoutet hier schön mit einem Ling mal rein. Weitere Linge fetzen hier los. Und der Terraner hier mit seinen Tanks, Toren, Hellions hier, die kommen hier angebrettert. Nochmal die Luke, beides geliftet. Oh, vielleicht ein kleiner Fehler. Denn jetzt kriegt er hier die volle Breitseite Zerg ab. Aber es ist ja Metal, das hält ja ganz gut was aus. Ja, ein Tor geht down, zweiter Tor geht down, ein paar Tanks gehen down. Aber die Blue Flame Hellions clearen dann am Ende. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so gut war. Und was auch nicht so gut ist, dass Zerg jetzt hier... Oh, Linge alle Schrott, die Investoren so... Oh, wir hauen auch mal ab. Aber kriegt er hier vielleicht noch zwei, drei Stück? Nee, er kassiert nochmal einen Fangel. Ah, der Lift-Off hier, der hätte eigentlich hier diese Engstellen nutzen sollen. Diesen kanalisierten Zerg da mit Helderns versuchen zu bekämpfen. Aber im Eifer des Gefechts denkt er... Oh, scheiße, schnell, da kommst du. Gebainlinge, schnell liften, damit die SCVs weg können. Ja, war in dem Fall hier, wie ich meine, die falsche Entscheidung. Ist aber auch egal, die beiden machen das eh besser als ich. Ich bin ja Kacknoob. Ja, immer noch keine Makro-Edge hier bei Zerg. Dafür ein Roach Warren. T3-Tech kommt. Und die vierte Base ebenfalls. Beide jetzt hier auch mit harten Overmints. Also wir sehen das hier. 3000, 3000 Mints auf beiden Seiten. Ja, ist halt eben kein Master, ist halt eben kein Grandmaster, ist halt eben in Häkchen nur Platin Diamond. Ja, da muss er mir nicht böse sein, je nachdem, Jack O'Neill oder Dremax, keine Ahnung, wer von euch beiden mir das da geschickt hat, wer du bist. Ich spiele dir beide schon ziemlich solide, besser als, weiß ich nicht, 90% der Community, inklusive mir. Aber ich habe ja andere Mittel und Wege, ich gewinne trotzdem. Ah! So, ich habe jetzt gedacht, er baut hier schon mal eine vierte Base, die dann nach da rausgeht, aber er hat hier eine Planetary hingezwirbelt. Auch nicht schlecht. Statt Bunker Planetary, auch nicht so verkehrt. Ah, 115, 110, hier vorne auch gewallt mit den beiden Barracks. Nächstes Command Center ist im Bau, ebenfalls noch ein zweites, noch mehr Tanks. 5, 6 Factories hat er jetzt hier, 3 Tech Labs, 3 Reaktoren, Mars Hellion, Mars Panzer, Mars Tor, Mars Metal. Man könnte auch sagen, er hat sich hier den Style so ein bisschen von Goody abgeguckt, aber dann kommt er hier schlecht raus, würde ich sagen. Ja, ein bisschen blöd, weil hier müsste er Barracks liften, um rauszukommen. Hier müsste er Depots absenken und hier diese eine Engstelle, weil die Planetary, die kann er ja nicht mehr hochheben. Ah, da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen was optimieren. Aber, macht ja nichts. Vierte Base steht. Injects gehen weiter. Der Creep jetzt hier nicht mehr ganz so doll bei Dremax. Am Anfang hat er hier halt so ein Base, ist so ein bisschen connected. Das ist schön. Ja, aber mehr macht er nicht. Ja? Er traut sich hier nicht, den Creep außerhalb seiner, seines Hoheitsbereichs zu spreaden. Greater Spy jetzt hier aber im Morph. Und das Dreier Melee-Upgrade. Also das heißt, wenn bis da die Bootlots da sind, sind auch hier die Dreier Attack-Upgrades durch. Oder das Dreier Attack-Upgrade. Und dann geht's mal richtig los mit dem Brütlegen. Adrenalin-Glance gibt's ebenfalls. Der Worker macht hier immer noch Pause, gar kein Problem. Und hier kommt wieder eine ordentliche Ladung Hellions. Ja, die haben immerhin schon 2-0. 3-1 läuft und auch das Building-Armor kommt. Aber so viele Investoren hier. Oh oh. Ah, schöner Spread schon mal so ein bisschen, aber jetzt kommen hier die Fangels. Oh, oh.
Aber ein bisschen Zerg verbrennt dann doch nochmal, ja. Hat Zerg doch noch ein bisschen mehr verloren, als er eigentlich hätte verlieren müssen. Aber trotzdem ist der Terran immer noch hinten, was das angeht. Hat beinahe sogar noch ein paar Infestoren hier verbrannt. Hätte eigentlich ruhig nochmal ein paar mehr Fangels verwenden können. Hätte er nicht ganz so viele Linge verloren. Ja, und hier sehen wir es jetzt auch schön. Der Zerg merkt, ich habe Overminz. Dann brauche ich ja hier erstmal gar nicht an die Minz unbedingt dran. Ich sammle hier erstmal nur Gas. Zumal ich jetzt ja eh viele Investoren bauen möchte. Da brauche ich ja nicht mehr so viele Minerals. Ja, Speedling, Infestor und Broodlord soll es gleich noch geben. Greater Spire ist fertig. Weitere 10 Corruptor sind hier im Bau. Und hier, wie viele Starports hat er? Er hat... Ja, jetzt hier 2 im Bau. Ah, hier sind sogar schon mal 3. Also ein paar Vikings baut er jetzt schon mal mit dazu. 170, 180. Und jetzt sehen wir das, was ich meinte. Das ist ein bisschen doof, jetzt hier rauszufahren. Ah, die Hellions können hier den Bypass nehmen. Ja, hier Bypass, Leute. Habe ich letztens in der Fahrschule gelernt. Ja. Kreisverkehr mit Bypass. Ja. Habe ich jetzt hier in Braunschweig noch nie gesehen und auch sonst noch nirgends. Aber ich habe es da in so einem Schulungsvideo gesehen. Kreisverkehr mit Bypass, Leute. Wenn ihr das nicht kennt, googelt mal. Geile Geschichte. Ja. Und hier war quasi der Kreisverkehr, der Bypass an der Stelle. Also, Mars, Metal, Tank, Tore, Hellions, Vikings, alles mit am Start. Gute Upgrades, 2-1, 3-1 läuft beim Terraner und bei Zerg gibt es jetzt Broodlords. 7 Stücke Morph, die 3-2 Upgrades laufen, plus 1 Flyer Attacks und die eine Barracks hier oben, nächste Base hier vorne, Planetary klappt aus. Zerg scoutet das aber sofort, ja, moved jetzt hier auch mal rüber zu seiner ja, vierten Base und jetzt gibt es, glaube ich, einen großen Fight. Aber wer wird den gewinnen? Hier beide mit starken Armeen. Speedling, Infestor, Broodlord gegen hier Mars Metal. Schwer zu callen. Was sagt ihr? Wer gewinnt das? Ich sag da hier nichts, weil das wirklich sehr schwer ist. Vom Supply her auch recht gleich. Tanks an Siege. Da kommen die Linge. Da kommen die Infestoren. Die Linge brettern und brutzeln. Wo sind denn die Broodlords? Die kommen hier vorne erst angeflogen. Ja, und wenn er es so macht, dann kriegt er natürlich tierisch auf die Fresse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gucken wir uns auch nochmal an. Jack O'Neill im Glück. Ja. Ah, volles Rohr frontal. Ein Fangel geht nochmal raus, aber der ganze Zerghaufen hier verbrannt. Jetzt kommen die Broodlords hier schutzlos gegen die Vikings. Ein paar Tore noch mit dabei. Das ist natürlich hier super bitter. 10 Corruptor baut er jetzt nochmal nach. Was willst du denn nochmal mit 10 Corruptern jetzt? Ja, Jack O'Neill sieht ab und zieht sich erstmal wieder zurück. Aber das war natürlich ein kompletter Waste hier oben. Mit den Lingen in die Hellions reinzufahren. Die Tanks knallen drauf und dann auch noch mit den Investoren einfach mal so reinlaufen. Ja, jetzt hat er hier noch ein bisschen Transduce Energy genutzt. Ich weiß gar nicht, warum er sich jetzt hier zurückzieht, der Terraner. Denkt sich jetzt vielleicht, oh ja, ich habe die Zerg-Armee gekillt. Hau ich mal ab. Er hätte doch aber wenigstens noch die Hedge killen können. So hat Zerki vielleicht nochmal eine Chance zurückzukommen. Aber der ist Unisloss, will ich jetzt mal sehen. Ja, jetzt hat sich natürlich gedreht, aber wie sich's gedreht hat. 5000 jetzt der Zerg hinten. Ja, geht nochmal ein Scan rein. Broodlord, Corruptor hier am Rumschlotzen. Und jetzt denkt sich, ach ja, ich kann ja wieder weitermachen. Ich habe ja noch Armee übrig. Da kommen ja nochmal ein paar Vikings angefahren hier und reißen hier die Corruptor den Arsch auf. Ah, er nimmt ja auch erstmal nur die Broodlords raus, damit er hier gefahrlos mit seiner Bodentruppe vorrücken kann. Da hat er hier schön einen Fokus gelegt, der Jack O'Neill. Ja, und dann kann man sich jetzt wohl auch denken, wer uns das Replay hier zugeschickt hat. Nämlich Jack O'Neill mit diesem 3-Rex Into 3 Factory, Mind Game Opening, Into ich greife nicht an und wenn ich angreife, verliere ich alles. Mit den Hellions am Anfang. Ja, jetzt geht die Base hier down. Zerg am Arsch, baut nochmal weitere Corruptor Ultralistenhöhle. Nutzlos, braucht er nicht mehr. Ja, mittlerweile auch hier die nächste Base von Jack O'Neill am Start. Also da sieht man schon, der spielt gar nicht schlecht. Auch der Zerg. Ein falscher Move hat man hier gesehen, ja. Ein falscher Move und es ist alles vorbei. Ja, Alet vorbei und auch schlechte Upgrades, muss man sagen, bei Zerg. Dreier Metal gegen, ja, hier Linge mit 0, 2, ja gut, mit 3-2. Carapace hat er mittlerweile auch auf 2 hoch. Aber trotzdem, die Blue Flame Länge in der Blue Flame Hellions, Blue Flame Linge, das war ja auch mal was. Die Blue Flame Hellions in der Masse, wenn da die Linge auflaufen, da gibt es so viel Splash. Tanks noch mit dabei, da war nichts zu holen, ne? Da halt einfach gestackt reinläuft. 60, 70 Supply gegen 190. Drehmax has left the game. Und Jack O'Neill gewinnt das Game hier tatsächlich. Ja. Er ist ja sogar auch nochmal hier unten gerade dabei, die Base abzureißen mit Tank Hellion. Gut gespielt. Von beiden. Ja. Und ein Move hier, ein falscher Move.
die Broodlords noch out of position, hier oben komplett gestackt reingelaufen. Wenn er hier so ein bisschen mit Link von hier, also ein paar Linge von hier gekommen wären, ein paar Linge hier die Rampe hoch, ein bisschen von hier und dann noch irgendwie noch ein paar Infestoren mit dabei mit den Fangels, so eine schöne Zangenbewegung. Aber wenn er halt der Terraner, der hat ja hier den ganzen Ding, war ja vollgestopft, ja, da kann man ja nicht durch. Und hier hinten die Tanks, die Tore und dann hier vorne halt die Hellions. Und dann kommt er da volles Rohr reingebrettert. Und dann von der Seite die Bootlords waren halt noch way out of position. Da war nichts zu machen. Schade, schade. Und ja, somit hat Jack O'Neill hier gewonnen. Schönes Spiel. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich fand's cool. Platin-Diamond-Niveau aus der EU-Ladder. Schickt mir auch, welche E-Mail-Adresse steht im hier Channel-Beschreibung auf YouTube. Oder auch auf Facebook oder was weiß ich. Ihr findet das schon raus. Ne, ist ganz einfach, Leute. Abonnieren, kommentieren, liken, Twitch, followen, alles anklicken. Twitter, YouTube, Facebook, MrPig.tv. Und nicht zu vergessen, alien-invasion.eu. AI Tara fliegt nach Singapur zur Intel Extreme Masters. Supergeile Geschichte. Einziger Deutscher vor Ort. Glaube ich. Obwohl, nee, Hasus ist, glaube ich, auch da. Einer der wenigen Deutschen, sagen wir es so rum. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Klopft euch rein. Adieu.